Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 11.08.2020. Und unser DAX hat zum Montag eine super Chance gehabt, ein super Sprungbrett, um mal ja, nach oben ein bisschen springen, um dann nach unten zu knallen. Im Kleinen hat er das sogar gemacht, aber es war eigentlich im Großen gedacht. Also, wenn ich an die Analyse zurückdenke, was wir hier für Potenzial abgeleitet haben, war schon die Zielstellung eher mehr. Hier oben einmal Richtung 860, 69 vielleicht sogar zu schlagen, dann wegzudrehen, weil die Vorlage dafür so super gut war. Diese Vorlage hat der DAX total zerhauen. Also das ist überhaupt nichts geworden, das hat er da richtig schlecht gemacht. Also von daher für mich der Montag, auch wenn er hinten raus wieder gut rausgekontert wurde, für mich ist das eine schwache Vorstellung gewesen. Die Vorlage, die war nach oben. Was haben wir gesehen? Erstmal eine fette Batze nach unten. Das ist hinten raus dann jetzt wieder ein bisschen hochgerutscht, weil die Amerikaner so positiv sind, aber der DAX hat mich nicht überzeugt. Also der würde mich nicht wundern, wenn der zum Dienstag jetzt nochmal ein bisschen nach unten wegsäbelt. Eine Sache bloß, die möchte ich hier einfach noch einfügen, weil ich es schlichtweg gestern total vergessen habe im Video. Ich wollte es eigentlich gestern mit Ihnen machen, da hätte das besser gepasst. Wie komme ich jetzt da, wie kriege ich die Brücke geschlagen? Wir werden immer ganz oft gefragt und ganz viele schreiben uns, hey, mit was, wie, wo handelt ihr denn? Welchen Optionsschein kann ich denn nehmen? Was empfehlt ihr hier? Welchen soll ich nehmen? Wo, wie, was? Also wer mich kennt, der weiß es, ich handle eher mit den CFDs oder Futures. Das heißt, ich bin gar nicht so bei den Optionsscheinen zu Hause, fühle mich da einfach nicht wohl, ist es einfach den Teilen einfach. Schlichtweg einfach zu teuer halt, ne? Und auch oft zu so intransparent, also gerade wenn der Markt halt schneller wird, wenn der Markt auch mal sehr volatil wird und so weiter, ist auf Optionsscheine und die Emittenten nicht immer so verlasst, dass sie dann auch die Kurse stellen und so weiter und so fort, dass man dann auch immer noch einen passenden Optionsschein mit seinem Hebel dann bekommt, genau in der Situation, wo man haben will. Das hat man halt im Future und CFD nicht, da kann man halt immer ran halt, ne? Im Optionsschein bist du immer von deinen Emittenten davon abhängig. Trotzdem ist es so, dass ja gut 65, vielleicht 75% sogar von denjenigen, die hier zugucken, mir Optionsscheine handeln. Also ich merke das ja insbesondere, weil die Nachfragen halt auch immer so groß sind. Wir haben uns deswegen überlegt, dass wir einfach auf unserer Seite jeden Tag jetzt einfach mal das wirklich so testweise, wir wollen das bloß mal probieren, ob das hilft und ob das klappt, also ob das eine Erleichterung einfach ist, dass wir einfach jetzt jede Woche oder die Tage jedenfalls auch aktualisiert immer zwei Optionsscheine mit reinstellen. Das, was Sie jetzt sehen, ist unsere Seite hier. Und das heißt, wenn Sie sich einmal kostenlos registriert haben auf money-monkeys.com, dann sehen Sie genau das hier vor sich. Sie haben rechts den Chat, wo Sie sich mit den anderen allen unterhalten können, anonym oder zumindest pseudonymisiert. Haben hier immer wieder die Morgenanalyse, wo Sie reingucken können und auch noch andere tolle Sachen. So, und hier unten würden wir jetzt einfach immer mal zum, ja, also unsere aktuellen oder aktuelle Optionsscheine reinstellen, die wir uns vorstellen können für Aufwärts- wie Abwärtsszenarien. Hier jetzt, um das mal konkret vorzustellen, wäre jetzt hier Kaufmann Bertha 6, Kaufmann 0 Heinrich, eben für Aufwärtsstrecken, das ist ein Turbo Bull. Und ein Turbo Bär für die Abwärtsstrecken. Kaufmann Bertha 6, Ludwig Samuel Kaufmann. Das wären die zwei Scheine. Und wir wollen einfach das mal probieren, das bereitzustellen. Mit der Idee, dass Sie nicht den ganzen Tag immer wieder suchen müssen oder früh suchen müssen und so weiter und so fort, sondern die dann eben entsprechend nutzen können. Meine Bitte wäre dahingehend einfach, wenn Sie auch bei uns angemeldet sind oder auch gerne unter YouTube-Kommentar, wer jetzt bei uns nicht auf der Seite ist, da einfach mal ein bisschen Feedback zu machen. Also meine Vorstellung wäre, dass ich halt jetzt jeden Tag dann einfach immer eins, zwei Scheine mit dazugebe. Es ist natürlich keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Na, das sind einfach so Scheine, wo ich sage, also wenn ich es machen würde, dann mit denen. Und dann immer punktuell eben auf den Short- oder Long-Strecken mit dem einen oder anderen Schein reingehen. Ich würde das jetzt einfach mal versuchsweise für die nächsten, ich sag mal, 5, 6 Tage immer mal mit erwähnen, welche Scheine ich hier in Betracht ziehen würde oder handeln würde. Und sagen Sie gerne, ob das hilft, ob wir es weglassen sollen, mit reinnehmen oder nicht. Also es gab jetzt schon viel, viel, viel Dank. Aber wichtig ist natürlich, dass es das auch welche sind, die Sie nutzen. Und dafür fehlt mir absolut ein bisschen der Blick, was so genutzt wird, ne? Also weil bei den CFDs weiß ich, das ist immer gleich, das ist immer das Gleiche, aber mit Optionsscheinen hast du so ein riesen Universum und ich würde halt einfach, Ziel soll es sein, eine Erleichterung zu bieten, damit man das nicht immer raussuchen muss, damit man es schnell griffbereit hat, eben in die Analyse mit reinzupacken, in das Video mit reinzupacken.
Und wird es aber natürlich auch noch machen, weil es halt wirklich irgendwo einen Mehrwert für euch bietet, weil sonst brauche ich mir die Mühe nicht antun. Das ist wie mit den Bildern halt, ne? Das macht auch scheiße viel Arbeit, hier jeden Tag so ein blödes Bild rauszusuchen. Echt, da sitze ich manchmal eine halbe Stunde lang und suche nur das Bild. Ja, eine halbe Stunde brauche ich, um das Video einzusprechen und fertig zu machen. Und eine halbe Stunde für dieses Bild. Aber das Bild, das ist halt einfach geil und es freuen sich halt immer wieder viele, wenn sie das Bild sehen. Und dann mache ich das auch gerne. Und so wäre das dann halt hier auch mit den Scheinen. Das heißt, wenn es Ihnen hilft, wenn es einen Vorteil bringt, dann würde ich das weiter so machen, würde ich das so handhaben. Wir probieren das jetzt einfach mal eine Woche, wieder auch so die Resonanz ist, das Feedback, gerne auch im Wochenverlauf, gerne auch per Mail, im Chat und die YouTube-Kommentare. Sagen Sie da was dazu, was Sie von halten, wie oder einfach ein bisschen Feedback geben. Da wäre ich sehr dankbar, ja, weil es ist jetzt was, was wir noch nie gemacht haben. Es ist ein neues Feld, in das wir uns reinbegeben. Und da wäre es mir halt auch einfach wichtig, dass ich dort halt wirklich auch, sag ich mal, den Bedarf treffe und mir nicht unnötige Aufwand mache oder Arbeit mache, die dann hinten noch runterfällt. So, jetzt gehen wir aber noch schnell zum DAX. Ja, also grundsätzlich, wir liegen über dem Long-Trigger, wir sind super reingekommen in den Montag, eine ideale Vorlage nach oben raus, hätte ich schon machen können, hat er nicht gemacht, sollte zu denken geben, würde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen hochziehen. Aber grundsätzlich bleibt es dabei, geht unser DAX hier hoch, kann er direkt an die 860, 870 dran, kann er zum Dienstag, kann er wahrscheinlich schon bei Aufwärtsgap erreichen, ne? An die 830 rangeppen und dann die 870 früh gleich noch zumachen. Das wäre durchaus denkbares Szenario. Dann können sich im Tagesverlauf noch bis 960 hochwinden, bis sogar ja, 1380, 1370 hier in dem Bereich, ne? Hier unten einmal dran. Das wären so die maximalen Ziele und dann sollte man ein bisschen diesen Turnaround-Tuesday-Charakter im Hintergrund behalten, denn gerne kippt ja der Dienstag den Montag um, dass er dann gegebenenfalls schon wieder, ja, schon relativ zeitig, vielleicht sogar unten Mittag rum, einkippt. Und dann kommt es darauf an, ob der Markt wirklich dieses Einkippen beibehält. Das ist ganz markant dienstags, egal ob er steigt oder fällt. Ne, er macht oft um den Mittag rum eine Korrektur auf dem Dienstag. Und dann ist es wichtig, ob er mit den Amerikanern das dann fortführt. Und dann hat man nämlich diesen schönen Turnaround oder ob er sich wieder aufdreht in die Trendrichtung, die er am Anfang eingeschlagen hat, weil dann können Dienstage auch richtig lang durchziehen, ne? Also richtige Trendtage werden. Und da wir zum Montag überhaupt keinen Trendtag hatten, obwohl Montage auch gerne Trendtage sind, wäre jetzt der Dienstag eigentlich prädestiniert dafür, mal ein bisschen Bewegung zu machen, ne? Da dürften jetzt viele da sitzen, die sich jetzt sagen, naja, jetzt habe ich keinen Bock mehr hier irgendwas zu machen, bewegt sich eh nur auf der Stelle. Und dann rennt er halt durch, ne? Und zum Montag war es einfach so. Sind hier oben alle sind long reingegangen, wollten lange Strecke ziehen. Unten sind dann unter 6,60, 6,40 ganz, ganz viele Short reingegangen, wollten dort auf lange Strecke gehen. Und hat der Markt halt einfach mal beide rausgehauen. Unten möchte ich noch nicht ganz abschließen. Ich sehe schon noch Risiken im DAX. Ich könnte mir auch trotzdem vorstellen, wenn er jetzt zum Beispiel wieder nicht liefert, ne? Wenn er wieder nicht nach oben kommt, dass er das nochmal macht und dass er wieder runtergeht und können mir auch vorstellen, dass wir dann deutlich tiefer auch wegsacken und das dann auch schon unter der 640 muss halt per Stundenschluss unter die 640, dann könnte hier schon entsprechendes Go liefern und das dürfte dann diesmal ein ganzes Stückchen tiefer gehen. Also ich würde vielleicht mal so eine 450 anpeilen, bis hier unten Gap Close 322, das sollte man dann ins Visier nehmen, insbesondere wenn er auch hier dann unter die Tiefs wieder wegsackt. Ich setze jetzt mal hier ein bisschen konservativer an, nicht vielleicht gleich auf der 640, sondern hier eher mehr so um die 600 rum. Das wäre für mich der Short-Trigger, dazwischen Seitwärts-Range der letzten Tage. Und es riecht ein bisschen nach Ausbruch. Also ich könnte es mir zum Dienstag jetzt vorstellen, einfach weil er zum Montag jetzt alle veralbert hat, die den Ausbruch traden wollten halt, ne? Das würde jetzt gut passen. Okay, damit das soweit. Wie gesagt, das ist mir wirklich wichtig, hier einfach mal ein bisschen. Also gucken Sie mal, ob Sie damit was anfangen können. Die wären jetzt quasi für den Dienstag, wären das die zwei Scheine, mit denen ich mich beschäftigen würde. Das heißt, für Aufwärtsstrecken den, für Abwärtsstrecken den, immer mal rein. Natürlich im Verlust auch realisieren würde ich den. Das heißt, ich würde den nicht bis in den K.O. rennen lassen. Dafür ist er nicht da, dafür ist er nicht gedacht. Sondern einfach versuchen, streckenweise mitzuschwimmen halt. Ne? Wenn es läuft, dann ein paar Punkte eben rausziehen und wenn der Markt nicht das macht, was sie wollen, dann eben auch mal dann den Verlust hat, einfach glattstellen. Ne? So, das meine Idee dazu, die Gedanken, die Analyse im Tagesschart, vielleicht noch ein kurzer Blick, ist ein Hanging Man entstanden. Also können Sie mal googeln, Chartformation Hanging Man, hätte jetzt eigentlich sogar auch hohe Wahrscheinlichkeit nach unten zu gehen.
So komisch das klingt und so komisch das aussieht in der Situation, es ist tatsächlich so. Ne? Also da ein bisschen aufpassen, könnt ihr zum Dienstag eben nach unten treiben. Macht aber einen Aufwärtsgap, ich glaube, dann sehen wir auch eine 8,60 zum Dienstag und ich, wenn er dann, also so zum Vormittag die 8,60 ein bisschen zur Seite und wenn er zum Nachmittag neue Hochs macht, dann sehen wir auch eine 69, glaube ich schon. Ja, gut, Freunde, dann soll es das soweit sein. Ansonsten bleibt hier alles dabei. Kommt hier eine lange Impulskerze. Wir sind ja immer noch in diesem Außenstab. Bleibt weiterhin unten. Das hier mein Ziel. Ich ziehe es mal ein bisschen hoch, weil wir uns ja vorher auch schon an diese 200-Tage-Linie orientiert hatten. Die laufen jetzt langsam zusammen. Kommen ein bisschen näher aneinander. Das eine ist die EMA 200, das andere die SMA 200. Ja, wäre weiterhin das Ziel, aber dafür brauchen wir Impulse, dafür brauchen wir Druck, Schub nach unten. Der ist momentan noch nicht da. Gut, dann, das soll es von meiner Seite soweit sein. Viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Tschö.